Hallo, liebe Freunde des meinigen Crafts, des craftigen Meinens, was auch immer ihr meint zu craften. Hahaha, welch schönes Intro. Ja, heute eine kleine, eine kleine Sonderfolge. Im Hintergrund hört man auch schon warum und im Vordergrund sieht man ein anderes Texturenpack. Und auch Minecraft 1.7.4, normalerweise spielen wir auf 1.5.2, glaube ich. Aber das liegt natürlich alles daran, dass ich heute einfach mal was anderes machen wollte. Ich wollte mal aus dem Let's Play ganz kurz ausbrechen und etwas tun, was ich normalerweise so gar nicht tue. Zumindest nicht öffentlich, sondern immer heimlich. Ich habe nämlich noch einen zweiten Minecraft-Account, aber den verrate ich nicht. Und ich würde auch niemals, wenn ich mit dem unterwegs bin, sagen, hallo, ich bin Gronkh. Weil es gibt eben viele, die zum Beispiel mit dem Gronkh-Account unterwegs sind. Und deswegen, ich bin heute selber mal mit dem Gronkh-Account unterwegs. Ich bin gespannt, ob ich als Faker geoutet werde. Das wird sehr interessant. So, wird auch wahrscheinlich eins der einzigen Male bleiben. Ich gehe mal auf Multiplayer. Denn heute besuchen wir, das haben wir im Livestream schon mal gemacht, den Nitrado-Weihnachtsserver von der Spendenaktion für Krakian, ne, wo kranke Kinder quasi ins Netz gebracht werden und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich mir, das machen wir mal nicht nur im Livestream, sondern ich mache jetzt einfach auch mal eine Folge so, weil wegen Weihnachten, weil wegen überhaupt und sowieso. Und jetzt bin ich mal gespannt, ich joine mich mal drauf. So, der Server ist übrigens event.nitrado.net und es sind momentan nicht allzu viele Server Leute drauf und ich bin auf Server S8. Man wird vorher quasi auf einen Empfangsserver geworfen und wird dann einem Server zugewiesen. Das Ganze funktioniert so. Im Livestream habe ich es schon erklärt. Ich mache es hier auch nochmal gerne. Es liegen hier quasi Kekse herum. Und wenn ein Spieler 10 Kekse findet, spendet Nitrado 1 Euro. Und wenn 3000 Spieler natürlich 10 Kekse finden, die Kekse verschwinden nicht. Wenn 3000 Spieler 10 Kekse finden, dann, naja, spendet Nitrado 3000 Euro. So, Weihnachtsaufgabe. Ich verlese mal ganz kurz. Willkommen auf der Weihnachtsinsel. Der Weihnachtsmann möchte sich dieses Jahr ein letztes Mal auf der Insel erholen und seine Zeit genießen. Da ist das Texturenpack, naja. Doch ein so großer Mann hat sehr viel Hunger. Er möchte dieses Jahr, dass du ihm hilfst, 150 Kekse zu finden, die Oma Santa gebacken hat. Dabei darfst du dir auch eine Winterhütte gönnen, um dich vom Sammeln zu erholen. Schaffst du es, 150 Kekse zu finden? Sind es wirklich 150? Werde zum Weihnachtsretter und hab Spaß. Oh, 150 Kekse? Also pro 10 Kekse irgendwie 1 Euro, so habe ich das verstanden. Ich hoffe, ich komme da jetzt nicht in Schwulitäten. Allgemeine Informationen. Benutze die Dünnmap, um dich zu orientieren. Die Dünnmap habe ich jetzt gerade natürlich nicht offen. Die gibt's im Browser. Ich habe gerade die URL vergessen, aber die gibt's da. Du kannst auf einem Grundstück auf der Bauwelt bauen. Items kannst du im Shop verkaufen und verkaufen. Ihr habt auf dieser Welt ein anderes Inventar. Mit den Schiffen kommst du schnell von A nach B. Die habe ich auch noch nicht gesehen. In der Mining-Welt kannst du Rohstoffe farmen im Nether, pipapo. Das schauen wir mal. Keine Mods, kein X-Ray, keine Beleidigungen, du Arsch. Huch, hallo, Selene. Pornografie und rechtsextremistische Skins haben wir natürlich auch alle drauf. Achso, sind verboten. Mist. Keine vulgären Ausdrücke, du Penner. Helft euch gegenseitig, um die Kekse zu finden. Also ja, siehst du, ich helfe euch, weil die Kekse sind immer am selben Ort. Das heißt, wenn ihr einloggt, könnt ihr sofort 10 Kekse sammeln und 1 Euro spenden sozusagen. Helft euch gegenseitig, um die Kekse zu finden. Belästige und nerve keine anderen Spieler auf dem Server. Seid nett und habt Spaß. Zehntens, keine Werbung. Also, das hier ist keine Werbung für irgendeine Aktion. So, Kanalsystem. Hier kannst du durch ein langes Labyrinth eilen und das Ende suchen. Dort kriegst du einige Rüstungsteile. Machen wir später. Ich sammle erstmal den ersten Keks. Hui, Kekse gefunden, 1. Juhu. So, Paul Beruder ist auch da und ich schau mal ganz kurz. Hier kommt man zur Bauwelt. Kekse 22, Paul Beruder hat 22 Kekse. Ich muss mal ganz kurz antworten. Huhu. 146 Kekse hat Gangorf, krass. Gronkh, Kekse 1, lächerlich. So, obwohl ich auf dem anderen Server schon 10 Kekse hatte aus dem Stream. Portal zur Bauwelt. Hier kommt man in die Bauwelt. Das können wir uns später mal alles angucken. Mit Spawn, /Spawn kommt man wieder zurück. Ich kann ja mal ganz kurz in die Bauwelt gehen. Und dann gucken wir mal ganz kurz, was da drin ist. So, jetzt sind wir bei Bauwelt. Die Bauwelt sieht auf jeden Fall sehr zugebaut aus. Uiuiuiui, hier ist ja gar kein Platz mehr. Ich schau mal da hinten gerade. Was haben wir denn da? Lalalalalala. Da ist Selene wieder und, ach, man sieht so ein bisschen hier ein Baumhäuschen. Immerhin ein Bettchen steht da schon herum. Ich hoffe, ich habe gerade einigermaßen Connect und werde nicht zurückgesetzt, weil ich momentan heimlich noch nebenbei andere Let's Plays hochlade.
hilfst du mir mit Cookies. Das ist ja süß. Guck mal, die helfen sich gegenseitig. Ich hoffe, der meint nicht mich. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, hier ist eine Pfütze angelegt. Hier ist ein Fältchen angelegt. Baugrundstücke kennt ihr ja sicherlich von anderen Multiplayer-Servern. Das ist auch hier möglich so auf dem gemeinsamen Server. Ich mach mal ganz kurz. Spawn. So, damit spawne ich wieder hier vorne. Die Abbauwelt kennt ihr ja. Da kann man Rohstoffe holen, um sich quasi in der Bauwelt was Schönes aufzubauen. Nether kennt man ja auch schon so. Und das ist doch, ach, ich feiere das immer noch so. Diese Map ist einfach so unglaublich toll. Jetzt lädt er da oben nochmal ganz kurz. Ja, mein Connect ist heute der Wahnsinn. Fröhliche Weihnachten. Sollte ich vielleicht mal ganz kurz gucken, ob ich bei den Options in den Video-Settings, Render-Distance habe ich ja eigentlich schon. Performance 120, wer dann hier, wieso ist denn hier alles verstellt? Naja, Advanced OpenGL ist off, was ist denn hier los? AA ist off? Fullscreen ist off, obwohl ich immer Fullscreen bin? Ja, also es funktioniert alles super, ich lasse das mal lieber so, sonst geht alles noch kaputt. Ja, und hier sind wir auf jeden Fall auf dem Weihnachtsserver und ich mache mich jetzt mal auf die Suche. Das ist ja schon der nächste Keks. Der war im Livestream aber nicht da. Vielleicht muss man hier tatsächlich 150 Kekse finden. Nee, aber das steht doch auf der Webseite. 10 Kekse. Hier ist der nächste. Also das ist ja super Pilli. Ja, dann suche ich einfach mal weiter. Und in der Zeit. In der Zeit wollte ich gerade wieder ein kleines Selbstgesprächelein flanieren. Da oben, ob es da noch ein Kekschen gibt. Die sind, glaube ich, auch alle selbst gebacken. Von Oma. Aus der Oma-Ofen. Oma-Ofen ist der Ofen, wo die Kekse immer am besten schmecken. Kannst du eigene Kekse machen, schmecken nicht halb so gut wie aus dem Oma-Ofen. Oder wenn Oma nicht mehr da ist, noch ein Keks, huch. Wenn Oma nicht mehr da ist, dann ist natürlich auch Mutti-Ofen, ist auch lecker. So. Und ich schau mal ganz kurz. Da ist noch ein Keks. Alter, das geht ja, das ist ja wie am Schnürchen hier. Ich glaube, im Livestream hatten wir so einen besonderen Server. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Mist erzählt mit den 10 Keksen, dass man 150 finden muss. Ich ging jetzt einfach mal von dem aus, was wir im Stream erzählt bekommen haben. Aber egal. So oder so, ich suche jetzt einfach mal ein paar Kekse. So. Da können wir zwar nicht selber bauen heute und wir bauen dann auch nicht die coole Lavawand. Weißt du, aber ganz ehrlich, es ist Weihnachten und da kann man sich selber ja auch mal ein bisschen zurücknehmen. Ich weiß, es fällt tatsächlich einigen schwer zu sehen, dass Weihnachten vielleicht nicht einfach nur um einen selbst geht, sondern manchmal vielleicht auch noch darum, dass es andere Menschen auf der Welt gibt. Vielleicht auch, ich finde das bei Weihnachten immer so, dass es geht immer primär um Menschen. Bitte Platz nehmen, ich werde mich um ihr Anliegen kürze kümmern. Ich warte hier mal so lange. Nee, es geht da zu Weihnachten auch nicht nur um Menschen aus dem eigenen Mikrokosmos, um Menschen, die einem selber nahestehen, sondern vielleicht auch mal einfach um Menschen, die man gar nicht kennt. Vielleicht auch mal anderen Menschen, das predige ich ja schon seit 3 Jahren sehr gerne, einfach mal anderen Menschen auch ein Lächeln zu schenken. Ich habe zum Beispiel die lustige Rentiermütze aus dem Livestream, ne? Die hatte ich da ja schon mal an. Das ist so eine braune Mütze mit einer roten Nase und einem lustigen Gesicht und so Rentierhöckern. Ach Mist, den habe ich schon. Habe ich neulich einmal mal beim Einkaufen angezogen. Also aufgesetzt und es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe mir gedacht, was soll's? Du musst ja gar nicht cool rumlaufen, du musst ja gar nicht cool gekleidet sein. Im Winter laufen alle schwarz gekleidet rum, aber weißt du, jetzt zur Weihnachtszeit habe ich mir einfach mal diese lustige braune Mützchen aufgesetzt, den braunen Parker vom Sony-Event und bin so losgezogen. Und tatsächlich, die meisten Erwachsenen tun natürlich so, als hätten sie es nicht gesehen. Die meisten Kinder freuen sich darüber, die gucken alle mit großen Augen an, oh, und lachen dann, das war süß. Und zum Beispiel die Frau an der Kasse hat sich sehr gefreut. Die hat dann gesagt, ach Mensch, die tolle Mütze. Da kam man natürlich auch schnell ins Gespräch und so. Das war schön. Das war einfach wirklich einfach mal so, was man einfach mit so einer komischen Mütze alles auslösen kann. Das ist gar nicht zu glauben. Juhu, Weihnachtsmusik. Lala, 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 lala. Ach Mann, ey, Weihnachtsmusik ist super. Ey, da darf ich nicht hoch.
Mist, und da komme ich dann auch nicht hoch. Mist. Verdammt. So, ich muss mir auch mal die Gegend angucken eigentlich. Ich guck dir das mal an. Das ist schon ziemlich geil. Und das sieht man jetzt von vorne nicht. Das ist, glaube ich, eine junge Dame. Bist du ein Faker, Gronkh? Pass auf, ich schreibe jetzt mal ganz kurz. Ja, leider. Ich hoffe, es bemerkt niemand. So. La 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 la. Hey, wo ist die Musik hin? War's das schon? Alter, das Lied muss länger gehen. Das ist doch viel zu kurz. Jetzt haben wir wieder... das ist das Anfangslied wieder. Ich habe natürlich auf random geschaltet. Aber, dieser Randomizer von der Liste, es wundert mich, dass der nicht Super Mario spielt oder sowas. So, Keks gefunden. 7. So. Pass auf, ich schreibe mal ganz kurz. Oh, warte mal. Heute ist doch wieder Sorgenkind. Da mache ich mal was anderes. Fröhliche Weihnachten. So, habe ich das einfach mal geschrieben. Und jetzt habe ich im Hintergrund wieder diese besinnliche Musik vom Anfang, mit der wir das Video angefangen haben. Ist aber einfach eigentlich zu früh, ne? Ich mache mal das nächste Lied. So. Ich habe mir nur eine begrenzte Auswahl an Liedern geholt. Wo laufe ich jetzt überhaupt hin? Jetzt laufe ich weg von einer coolen Stadt. Hier gibt es doch bestimmt keine Kekse. Ich baue wieder einfach nur Scheiße. Doch, hier war irgendwo ein anderes Dorf. Und da will ich aber noch nicht hin. Ich will erstmal in die Stadt. Normalerweise kam da auch die Meldung, du hast die Stadt verlassen. La la la, la 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 la. Dab, da, dab, da. Ich müsste jetzt eigentlich mal fragen, ob man hier jetzt 150 oder 10 Kekse finden muss. So. Was ich sagen wollte, ich habe nur eine begrenzte Anzahl an Weihnachtsliedern gefunden. Huch! Ich dachte gerade, das war Eis, das sah so hellblau aus. Ich dachte gerade, ich bin durchs Eis gebrochen oder geglitscht und saufe jetzt. So, Qualität braucht Zeit. Naja, hochqualitativ ist die Folge nicht, sonst würde ich mehr Kekse finden. Ja, aber vielleicht habe ich den einen oder anderen ja dazu gebracht, auch Kekse zu suchen und mit Spaß und Spiel etwas Gutes zu tun. So, die Spendensumme wird übrigens heimlich noch aufgestockt. Ich sage aber nicht von wem und um wie viel. So, weil es auch eigentlich nichts zur Sache tut. Oh, Alter. Geil, noch ein Keks. So, 8 Kekse haben wir. Ich bin mal gespannt. Also 10 Kekse müssten wir eigentlich, wenn... Ich hoffe, ich sag das jetzt richtig. So, und danach, wenn wir die 10 Kekse haben, dann zeige ich euch noch mal ein bisschen was anderes, was man hier machen kann. Ich bin besonders begeistert von der Hüpfburg, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Sowas hätte ich auch gerne auf dem Server. Und da hinten die Bescherung, davon bin ich auch besonders begeistert. Die fand ich so toll. Gucke mal, da ist gerade Bescherung. Hui. Hui, und noch ein Keks. Auch für mich ist Bescherung. Ich freue mich, 9 Kekse. Ja, 9 von 10 Keksen. Tja, Nitrado, da wird wohl ein Euro locker. Das tut mir leid, dass ich euch jetzt in so Unkosten stürze. So, ich habe das Gefühl, ich mache in letzter Zeit auch verstärkt Nitrado-Werbung, was aber, ganz ehrlich, die hosten jetzt ja auch... Ich habe die Hauptstadt verlassen. Ah, da steht's jetzt. Die hosten jetzt ja auch Gronkh.de, was übrigens super geklappt hat, und die Seite ist seitdem super schneller und ich arbeite mich gerade durch 21.000 Kommentare, nur mal so am Rande erwähnt, um das Kommentarsystem mal wieder auf Vordermann zu bringen. Alter, und hier, ach guck mal, hier singt man gemeinsam. Ich mach mal ganz kurz Dingens aus. Und hier. Boah, ruckelt ein bisschen. Mein Weihnachtsmann mit einer Zuckerstange. Und dort ein Mädchen mit einer Zuckerstange. Es ist ja alles so aufregend hier im Weihnachtsdorf. Und hier ein blinder Junge, der gerade mit einem sehenden Mädchen tanzt, das eine Armkette um hat. Die Liebe zu Details. Und hier, guck mal, die beiden teilen sich gerade. Ach, sie füttert ihn gerade mit einem Keks. Das ist ja süß. Warum hat er Lava hinter seinem Rücken? Ich glaube, das ist für Beleuchtung, für nachts. Warum sollte ein normaler Junge sonst auch Lava im Rücken haben?
Gibt es zufällig unter den Zuschauern, die Lava im Rücken haben? Und guck mal hier, der Weihnachtsmann hat einen lustigen kleinen Pöks auf dem Schoß. Mit einem interessanten Kopf, der weiß ist, mit schwarzen Augen. Und hier, ich glaube, das ist ein Schal oder irgendwas dergleichen. Ich kann es gar nicht richtig sagen. Und hier ein schielendes, lustiges Mädchen. So, auf jeden Fall, hier gibt es keine Kekse, glaube ich. Ich glaube, die Kekse sind in der Hauptstadt, deswegen düse ich mal ganz kurz zurück. Lalala, lalala. Passt ja gar nicht. Was liegt denn da? Nichts. Okay. Ach, ich habe ja gar keine Mods. Ich wollte gerade ranzoomen, aber habe gar kein Optifine drin. So, da hinten ist ein Shop. Da gehen wir gleich mal gucken. Und da hinten ist auch ein Schneefall. Ich glaube, da wird gerade ein Schneemann gebaut. Lalala. So, hier verpasse ich gerade nichts, ne? Und es wird dunkel und wir befinden uns nun wieder in der Hauptstadt. Wenn es dunkel wird, können wir mal gucken, ob die Lava tatsächlich dazu dient, kleine Jungs auszuleuchten. Oder Mädchen und Buben auszuleuchten. Lalala. Huch! Ach, ich habe tatsächlich einen Shop betreten. Blaue Wolle, ach so ist das. Deswegen. Für die Bauwelt kann man hier quasi lustige bunte Wolle kaufen und alles Mögliche, was das Herzlein begehrt. Auch Geschenke für die Lieben, zum Beispiel ein Cobblestone oder Stone oder alles Mögliche, was man seinen Liebsten halt zu Weihnachten schenken möchte. Hier ist die Mall. Let's go to the Mall. Ein Diamantblock. Kostet 360 Euro. Real Geld. Nein, natürlich nicht. So, ich verlasse den Shop aber mal wieder. Denn wir wollen ja nichts kaufen. So, ich möchte einmal... Hier möchte ich noch reingehen. Was haben wir denn hier? Das ist die... Hier ist die Hüpfburg? Ich dachte, da muss man in die Dingens gehen. In die Fun-Welt. Pass auf, Hüpfburg ist... Ist aber lustiger, wenn da alle Leute mitmachen. Boah, Alter, ich feiere diese Hüpfburg so extremst. Auch, dass ich da mal krepiert bin. Juhu! Alter, das ist so geil. Die hätte ich ja gerne in der Let's Play-Welt. Das wäre so ein Traum. Juhu! Ich bin der... größte Junge der Welt. Ach, da ist der Schneemann. So, mal gucken. Jetzt habe ich... Oh, 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 oh. So. Das war nicht so schlau. Huch! Hallo! Selene. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Dann düse ich mal ganz kurz. La, 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 la. Da ist ein Keks unter dem Weihnachtsbaum. Sollte doch sich noch ein Keks befinden. Jawohl! Thematisch richtig. Wir haben 10 Kekse gefunden. Das macht 3 Milliarden Euro, die Nitrado jetzt spenden muss. Da bin ich sehr dafür. Ich glaube, so viele Laptops kannst du gar nicht in die Klinik stellen. Voll die Hightech-Klinik. Guck mal, da ist das junge Mädel nochmal. Zack. Was ist denn das da hinten? Hinter dem Weihnachtsbaum mit den gelben, glühenden Augen. Ja, ist heute mal eine Folge außerhalb der Norm. Außerhalb der Let's Play-Welt auch. Und eigentlich kann man sowas ja öfter mal machen. So, Paul Beruder geht off. So, wo haben die 140 Kekse gefunden, frage ich mich. Ich gehe hier mal hinten rum. Aber ich habe das Gefühl, ich verlasse dann die Hauptstadt wieder. Diese Straße geht, glaube ich, bis zum Map-Ende. Tschüss. So. So, da ist nichts. Das ist ein großer Tempel. Und wir haben die Hauptstadt verlassen, aber das macht nichts. Da gucken wir mal gerade. Da hinten ist noch eine Stadt. Und hier, was ist das denn? Ein Ofen, soweit habe ich das gesehen. Ich glaube, das ist... Warum bist du ein Facke? ich glaube, das ist ein Ofen. Ja, Zorgosto 2, tut mir leid. Ein Ofen und ein Backblech, glaube ich, ne? Mit Keksen drauf wahrscheinlich. Ja! Lalalala. Ich will mal ganz kurz gucken, ob es hier vielleicht auch Kekse im Dorf gibt. Auf jeden Fall gibt's. Bist du eine Kuh? Ich kenne das Texturenpack nicht so gut. Eine bescheuerte Kuh. Ja, sah ich doch. Ja,
Ja, Schweinis gibt's ja auch. Auf jeden Fall im Dorf ist nicht so viel. Geil, Weihnachtsspeck. Ja. Ey, ich kann ihn gar nicht aufnehmen. Weihnachtsspeck. Komm zu mir, Weihnachtsspeck. Oh, Christmas Bacon. Ist mir egal, ob das weihnachtlicher Speck ist oder nicht. Der kommt in die Pfanne. Verdammt. Und ein paar Eier dazu. So, in welche Richtung ist denn jetzt... Ich bin bei einer anderen Straße, glaube ich. Ich glaube, ich muss in die Richtung... Nee, ist die gleiche Straße. Huch. Ist die gleiche Straße. Ja, ich öffne ja schon mein Inventar. Mann, oh Mann, oh Mann. Achievement Gott. Ja, dass der sich das nicht merkt. So, dann hüpp ich hier mal rüber ganz kurz. Nehme den anderen Kanal. Und versuche mal ganz kurz auf die andere Seite der Stadt zu kommen, natürlich. So ist Deutsch. So ist Deutsch, andere Seite von Stadt. Affenjunge. Ist voll weihnachtlich, wenn man so redet. Ey, Weihnachtsmann Kacker, was hast du für mich, Mann? Ey, gib mich Geschenke oder Messer. Hui! Aua! So, jetzt aber... Da habe ich mir übrigens selber zu Weihnachten, da habe ich mir mal... Naja, habe ich mir auch mal selber was geschenkt und zwar... bei meinem Umzug ist irgendwie die Skyrim Collectors Edition abhanden gekommen. Dann dachte ich mir, ja Mensch, dann schenkst du die mal selber zu Weihnachten. Und dann habe ich sie mir erneut geholt und zwar bei Amazonas. Das ist so ein Laden im Internet. Und da hat jemand als neu reingestellt, kam ja an, schon mit Gebrauchsspuren. Das Spiel auch, Gebrauchsspuren, aber nochmal zugeschweißt. Also wirklich mit so abgenutzt und dann nochmal zugeschweißt. Und es fehlte komplett alles außer dem Spiel und dem Artbook, war nichts in der Packung. Voll die Verarsch, voll der Betrug eigentlich. Fröhliche Weihnachten, sage ich immer. Oh, guck mal, hier gibt's noch Kekse. Was ist das denn hier? Erbauer Attila 00 und Nameless. Hallo Attila 00 und Nameless. Es sieht böse aus. Da oben ist eine Schlange, wie es aussieht. Was ist denn dies bloß? Was haben Attila und Nameless denn da bloß gebaut? Ich stürze mich mal hinein. Ach, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Ab in den Magen. Nein! Das ist ein Parcours. Und das Schlimme ist, ich habe eigentlich schon versagt. Hier gibt es Kekse auch. Wie viele Kekse? 14 Kekse haben wir gefunden. Grün. Grün ist gut. So, hier nochmal nach Keksen gucken. Ich will auch nicht in die Lava kommen. Hilfe! Habe ich den? 15. Ja, ich hab den. Was? In der Lava am Boden bist du unsterblich. In der Lava am Boden bist du unsterblich, nur am Boden? Also hier durch? Haha, ich bin unsterblich. Lava am Boden. Welche Lava am Boden? Es wird wohl nicht diese Lava sein. In der Lava am Boden bist du unsterblich. Nur am Boden. Welche Lava am Boden? Diese Lava dort ist am Boden und ich war nicht sehr unsterblich. Oder ich wurde einfach verbrannt. Ja, so unsterblich sieht das aber nicht aus. Ich steige da nochmal rein. Nein, das ist alles andere als unsterblich. Dann gehe ich nochmal da rein. Und ich glaube auch nicht, dass wir da unten rein müssen, weil das ist ja nicht der Boden. Oder das Schild... Hua! Ja, das, ich bin der beste Parkourläufer der Welt. Ich glaube, zu den Spielen kommt man übrigens auch als Abkürzung. Wo war's denn? Wo war's denn? Wo war's denn? War das nicht hier? Hey! Ach, das ist hier anders, glaube ich. Fun Games. Ach, hier, das Tor war, glaube ich, woanders. Huch, wer ist das denn? Ach, zu Augusto. Juhu, hallo. Ich gehe mal zu den Fun Games. So, da ist die Hüpfburg. Hier ist der Stadtparcours, hier ist das Kanallabyrinth, Diamanthelm. Im Labyrinth war ich noch gar nicht. Suche hier das Ziel ganz unten im Kanalsystem und hole dir dann Gewinn ab und freu dich daran. Viel Spaß. Das ist das Kanallabyrinth. Lustigerweise sieht der Kanal genauso aus wie in einer mir sehr bekannten Welt.
Oh, scheiße, wäre ich mal bloß nicht hier reingegangen. Ja, für ein Let's Play ist das natürlich... Bei einer Let's Play-Folge ist das super, im Kanal verschollen zu sein. Und ich glaube, wir kommen jetzt wieder zum Anfang. Nee. Okay, schon verloren. Ich geh mal hier rüber. Ich habe überhaupt gar keinen Clou, gar keinen Hinweis, wo wir hin müssen. Notfalls komme ich hier mit Spawn wieder raus. Huch! Hat er sich gerade umgedreht? Ich brauche ja auch gar keinen Diamanthelm. Ich möchte, dass der Diamanthelm auch gespendet wird. Da verzichte ich gerne auf den Diamanthelm. Da bin ich ganz selbstlos und dann komme ich hier raus aus dem Labyrinth. Vor allem ist das super mit dem Wasser. Das ist zum Glück gar nicht störend. Ich gehe mal einfach hier entlang. Ich brauche ein Erfolgserlebnis. Kommt schon, ich brauche ein Erfolgserlebnis. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. So ein langer Arm kann nur eine Sackgasse sein. Boah. So. Naja, Kanalisation, da kenne ich mich ja aus. Rufus. Wo ist bloß June? Ich gehe hier einfach mal, ich weiß nicht warum, ich gehe nach Bauchgefühl. Bauchgefühl geht immer nach links. Nach links. Was ist das denn? Eine Etage tiefer offenbar. Freue dich. Das Christkind kommt bald. Ich hätte am Anfang abbiegen müssen, glaube ich. Ich glaube, ich bin ja... Oder? Bin ich falsch? Was ist denn das da hinten? Hallo? Bestimmt ein Fenster, das mich irgendwo hinlockt, wo es den Gewinn gibt? Nein, es ist nur ein Fenster. Dort geht es wieder hoch. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ob ich unten oder oben oder was auch immer. Ich gehe nochmal ganz kurz runter, um zu gucken... Na, da geht's woanders hoch. Das ist ein anderes Hochgeh-Ding, glaube ich. Das ist nicht das, wo wir runtergekommen sind. Das ist, da wollte ich nochmal sicher gehen. Obwohl ich sowieso glaube, wir werden es eh nicht finden. Ho, 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 ho! Hier spricht der Weihnachtsmann. Dieses Jahr hat sich der Timmy einen Diamanthelm gewünscht. Da bin ich sofort in die Kanalisation gestiegen, um ihn einen solchen zu besorgen. Doch leider hat sich der Weihnachtsmann verlaufen und wird hier nie wieder herausfinden. Tja, Weihnachten ist gelaufen. Was ein bisschen? Was reden die denn? Ach so, okay, schau mal, wo ist hier nochmal? Was? Die Hüpfburg einmal nur geil. Menschenregen! Juhu! So, ich sollte vielleicht auch schon mal den Chat anlassen. Weißt du was? Ich lass den Chat einfach offen. Jetzt, wo der Weihnachtsmann in der Kanalisation verloren ist, hat er ja sonst keinen Kontakt zur Außenwelt. Und jetzt komme ich mir gerade vor, als würde ich falsch gehen, als würde ich rückwärts laufen. Wo komme ich hier bloß hin? Ah, es geht hinab und wir sind schon wieder an der gleichen Stelle, wo wir vorhin nach unten gegangen sind. Also gehe ich jetzt mal zack, huch, zack, rechts, was bestimmt eine Sackgasse ist. Dunkel ist immer gut. Immer gut. Kann ja nicht mehr richtig sprechen. Dunkel ist immer gut. Na, komm schon. Hey, hier sieht's doch da hinten. Sehe ich da was aus Holz? Sehe ich da eine Tür? Spielen mir meine alten Weihnachtsmann-Augen einen Streich? Ho, 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 ho. Und warst du denn dieses Jahr auch artig? Was ist denn das? Es ist ein Sandstein. Es könnte auch Seife sein, ich bin mir nicht sicher. Aber wenn man jetzt 10 Jahre im Gulli wohnt, dann... Warum ist da plötzlich Sandstein? So, Kekse gibt's hier unten auffällig wenige und ich könnte schwören, wir können hier noch 10 Jahre lang herumlaufen. Oh, ein Keks, nam nam nam, oh, ein Keks, nam nam nam, ein Keks, nam nam nam, nam 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 nam, hey, nam nam nam, nam nam nam, nam 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 nam. So, achso, ist das jetzt eigentlich eine Aufnahme oder nur privates Gedaddel? Eine berechtigte Frage.
Ach, der arme Zorgosto. Das wird sich wohl nachher zeigen, wenn das Rendern der Überlänge wieder viel zu lange dauert. Huch. So. La 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 la. Ich bin ein Fake. Ein dreckiger Fake. Von mir selbst. Von mir selbst. Ja, ich fake mich. Aber weil ich sonst nichts hab im Leben, dann mache ich mich nach. Was? Erst 15 und schon in der Altstadt? Wieso Altstadt? Ich bin einfach in der Kanalisation. Pass auf. Altstadt. Wat? Ich bin einfach in den Gulli gelatscht. So. Dort geht es wieder hinauf. Und es ist genau dieses Hinaufgehen, wo wir letztens waren. Also von da kommen wir ja ursprünglich, deswegen gehe ich da nicht wieder hin und gehe hier einfach mal rechts statt links, was bestimmt eine tolle Idee ist. La 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 la. Also ich muss sagen, meine Kanalisation in einer gewissen Map sieht aber anders aus. Ach, das finde ich aber schön, dass hier teilweise einfach mal so Einbrüche sind, also so Durchbrüche quasi. Ich habe bei mir ja kein Labyrinth gebaut, sondern ich habe ja einfach eine Kanalisation gebaut, die tatsächlich auch Sinn und Zweck hatte. Boah, jetzt sage ich selber schon hatte, das ist natürlich gemein. So, eigentlich wollte ich Kekse sammeln. Jetzt hänge ich ja die ganze Zeit stundenlang in der Kanalisation rum, es tut mir sehr leid. Immerhin habe ich sie gezeigt, ich wusste, ich kriege keinen Diamanthelm. Ich war am Anfang noch guter Dinge. Ich dachte gerade noch so, als ich hier so runterkam zum Beispiel, dachte ich noch, boah, geil, hast du ja, findest du bestimmt. Dann habe ich diese Sandsteine gesehen und dachte, boah, geil. Das ist eine Holztür und dahinter ist der Raum mit dem Diamanthelm. Du hast diese Map gepwned, also diesen Abschnitt der Map. Und am Arsch. Am Arsch die Waldfee, wie wir Weihnachtsmänner zu sagen pflegen. Ho, 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 am Arsch die Waldfee. Na, kleiner Michael, warst du denn auch artig? Ja, ganz bestimmt. Ich war immer lieb, hab immer meine Hausaufgaben gemacht und habe mein Zimmer aufgeräumt. Ho, 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 am Arsch die Waldfee. Hier ist die Route. So. Und dann blickst du zum Firmament mit großen, tellerrunden Augen. Und wenn du genau hinschaust, dann siehst du ihn, wie am Stern vorbeifliegt. Ein großer, dunkler Schlitten, die Rentiere vorgespannt und einen großen Berg voller Geschenke hinter sich. Und wenn du genau hinhörst, dann hörst du ihn rufen. Ho, ho, ho! Und einmal im Jahr, da besucht er die Menschenkinder, um ihnen Gutes zu tun. Einmal im Jahr ist diese Zeit. Einmal im Jahr reichen wir uns an den Händen und benehmen uns so, wie wir es den Rest des Jahres tun sollten. Wir sind nett zueinander. Wir tun uns Gutes. Wir bringen uns zum Lachen und vielleicht manchmal auch zum Weinen, aber auf die gute Weise. Wir erzählen uns rührende Geschichten von Zeiten, von Märchen, in denen alles besser war. Und einmal im Jahr glauben wir daran, dass die Welt ein besserer Ort sein könnte. Und wir alle können dafür sorgen, dass es so ist. Ho, 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 ho. Ach schön. Hier bin ich übrigens wieder bei der... Ich kriege keinen Diamanthelm, ich kriege höchstens einen Höhlenkoller, wenn ich ja weiter rumlaufe. Ich finde ja nichts. Verdammt, vielleicht hast du ja mehr Glück. Halt, was ist das?
Es ist ein Aufstieg, der anders aussieht, aber wahrscheinlich der gleiche ist. Er sieht anders aus, weil ich mir wünsche, dass er anders aussieht. In Wahrheit ist es doch komplett der gleiche Aufstieg. Ich meine, genau. Okay, ich spawne nochmal im Stadtparcours. Also da spawne ich nicht, sondern ich probiere mich mal. So, hier sind die Abkürzungen quasi. Portal PvP Arena. Hier kannst du zeigen, dass du der Beste bist, Junge. Fröhliche Weihnachten, ihr Assis. Ich hau ja aufs Maul. So. Okay, Stadtparcours. Diamanthemd. Schaffe ich natürlich auch nicht. Ach, das war das Ding. Okay, da gehe ich wieder zurück. Ich muss mich auch ein bisschen beeilen, damit ich auch schaffe, diese Folge zu rendern, weil wir heute noch wieder was anderes aufnehmen. Asia Parcours. Diamanthose, hä? Ah, es ist ja Asia Parcours. Was verlassen? Erbaut von Zwangi und Ali Domi LP. Hallo, ihr beiden. Viel Spaß. Steht gar nicht verlassen. Level 1. Ich habe hier schon versagt. Uah, siehst du? Ich bin einfach zu forsch. So. Das war doof. Vielleicht soll ich jetzt mal auf den Block steigen. Aber selbst da falle ich runter. Ich bin ein alter Parcours-Hase. So, jetzt hier hoch. 7-Spawn. Kennst du 7-Spawn? Und da spielt gleich noch eine andere Version. Nein! Ich habe mir die Beine gebrochen. Ich bin der kleine Timmy. Ich meine natürlich, wie gemein. So. Ach, was ist denn das für eine geile Version? Enigma oder was? Alter, wieso nimmt er da keinen Anlauf? Immer an der gleichen Stelle. Und im Hintergrund ist wieder das Kinderlachen, was ich neulich im Let's Play meinte. Das ist so ein ganz bekanntes Kinderlachen-Sample. Hehehe. So. So, das ist Level 1. Na, Glückwunsch. Ich werde es bestimmt sehr weit bringen. Ach du Scheiße. Da oben war ich sogar schon im Livestream beim ersten Versuch, glaube ich. Was wärst du mit dem anderen? Kannst mich bei der Dünnmap suchen. Ich finde das schön, wie man sich hier abspricht auch. Mist. So, spring ins Wasser. Ach, guck mal, der Weihnachtswichtel, Yusatu. Das ist ja süß. Huhu. Beim Parcours versagen. Eigentlich müsste ich jetzt mal extra mit vielen Rechtschreibfehlern schreiben. So, jetzt ins Wasser springen. Also, wenn ich was kann, dann ist es runterfallen. So. Nein, jetzt bin ich wieder hier. Nein, da habe ich im Livestream schon versagt. Immer an der einen gleichen Leiter. So. Also, nicht an der hier. Da ging es ja sogar noch. So, ich hoffe, jetzt teleportiert sich hier niemand her. So, und da sind Diamanten. Verdammt. Nein, ich höre jemanden. Yusatu, wie gemein. Jetzt kommen die alle hierher. Die können das alle viel besser als ich. Hua. So. Alter, und jetzt sehe ich wieder nichts. Nein, was machen die alle hier? Was machen die alle hier? Da, ach so. Na. Alter, Leute, macht doch sowas nicht. Ich weiß, ihr könnt das besser. Ich bin doch nur ein alter, ja. Jetzt schleicht er sich da rum, damit er nicht von der Leiter fällt. Hua. Vor allen Dingen sehe ich nichts, wenn ich in Leuten drin stehe. Das ist so eine Macke von mir. Hallo, Peace 3. Wir sind ja auch einmal so viele Leute. Wo kommen die alle her? So, also nochmal. Lalalala. Es macht aber irgendwie Spaß, muss ich sagen. Ist ja lustiger, wenn man noch so ein Teamspeak hätte. Was? Hör mir gerade die GTA-Folge. Alter, Walles Stimme ist komplett im Arsch. Ja, das stimmt allerdings. Ich sehe hier nichts. So, entschuldige bitte. So, ihr müsst jetzt wirklich nicht mitkommen. Alter! Ja, der Walle ist auch heute wieder krank. Deswegen, wir wollen heute noch GTA Online aufnehmen, aber nur ein bisschen. So.
Ich probier's zumindest. Ich schneide es dann natürlich so, dass ich cool bin. Hust. So. Ich glaube, der Zug ist langsam. Wer denkt, das ist der echte? Alter, ich kann nicht mal hochspringen. Daran merkt man auch schon, dass es der echte ist. So. So. Hilfe. Sieh nichts. Na, Mann, jetzt bin ich wieder gegen die Ecke gesprungen. Und jetzt sind die alle hier und sehen mich natürlich versagen. Und das ist mir peinlich. Okay, also wenn ihr das besser könnt, dann probiert es doch einfach mal selber aus. PvP, na klar, natürlich, tolle Idee, alle mit Diamantrüstung. Warte mal. Jetzt sind die alle drüben und warten, Alter, und ich versage hier die ganze Zeit. So. So. Nein, Mann! So, ja, Davy XP99, du bist der coolste Sau ever. Aber ich wollte doch jetzt gar nicht, chatten und ich wollte eigentlich auch gar nicht. Ich hau mir den Kopf gegen die Wand. Gegen die Wand, Junge, gegen die Wand, Junge, gegen die Wand. So. Ich wollte jetzt auch gar nicht so lange am Parcours hängen. Ich wollte einfach nur die Sachen zeigen, einfach mal ein bisschen, die man hier machen kann. So, und jetzt versuche ich mal ganz kurz nochmal. Oh, die stehen da hinten alle schon. Das ist mir echt mega peinlich. Nein, und jetzt. Oh, Scheiße. So, Alter, ist das peinlich. So, ich schreibe sogar schon Alter. Das gibt's doch gar nicht. Alter. Guck mal, hier ist der Zorn. Gash. Wenigstens der Einzige, der noch keine Rüstung hat. Da bin ich beruhigt. Wir filmen und verlinken dich. Ich zeig mal den anderen Krempel. Ich komm ja eh nicht klar. So. Dann zeige ich wenigstens nochmal die Leute, die an der Ecke stehen. So, hier da oben. So, la 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 la. So. Hüpfburg. So, Hüpfburg. Pass auf, gehen wir mal in die Hüpfburg. Mal gucken, ob die Leute Bock haben. Du hast das Asia-Gebiet verlassen, das ist natürlich sehr schade. So, ist die Hüpfburg, Hüpfburg, Hüpfburg. Da war doch hier die Abkürzung. Hüpfburg, Hüpfburg, Hüpfburg. So, da waren wir vorhin schon, aber mit mehreren Leuten macht das echt viel mehr Spaß. Viel Spaß in der Hüpfburg. So, dann kommen jetzt alle mit und dann... Hui! Boah, das ist so geil. Menschenregen, Alter, das ist total geil. Ich feiere das so extrem, das ist einfach so geil. Hui! Wenn die Leute einem entgegenkommen... Menschenregen! Juhu! So. Jetzt nochmal nach oben gucken. Yeah! Plam, plam! Boah, das ist so geil. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt und so einfach mal was Karitätisches zu tun zu Weihnachten oder wenn ihr, naja, ich weiß nicht, heute vielleicht mal Lust habt oder so, dann schaut doch einfach mal rein. Ich glaube, der Server ist... ist event.nitrado.net. Da kannst du dich einfach connecten über den Multiplayer event.nitrado.net. Und wie gesagt, da sind alle Leute viel besser als man selbst. Also, das geht mir immer so. So. Yeah, ach geil. Gronk soll eine Führung machen. Achso, soll ich eine Führung machen? Ich bin ja schon bei 45 Minuten. Huch, warte mal. Scheiße, ich bin tot. Nee, doch nicht. So. Lalalala. Oh, der Weihnachtsstern. Der Weihnachtsstern. Da ist der Weihnachtsstern. Der Weihnachtsstern. Der Weihnachtsstern. Oder eine Straßenlaterne. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht bin ich besoffen. Nee, aber es ist bestimmt der Weihnachtsstern. Juppie. So, das können die den ganzen Tag machen. Die Leute wahrscheinlich nicht. Die stehen einfach. Sind wir in einer Aufnahme. Warte, schau, huch, schau doch einfach nachher mal rein. So.
Hier sind sie alle noch, die lustigen Leute. Und vielleicht schaue ich später nochmal auf den Server. Denn wir haben nur 15 Kekse gefunden und wie ich gesehen habe, gibt es teilweise 140, 150, glaube ich, gibt es insgesamt. Und da will ich natürlich noch ein paar mehr haben. So, ich mache mal ganz kurz den hier. Lalala. Vielleicht mache ich auch mal den hier. Puff! So. Hallo! Ich bin Superman. Ich wünschte, ich wäre Superman. Dann täte ich fliegen um die Welt. So. Alter, ich krieg Nackenstarre, wenn ich hier weiter so hoch gucke. Hallo, Yusatu. Das ist der Wichtel. Guck mal, mit Goldrüstung. Oh, der feine Herr mit Goldrüstung und Diamantschwert. Sieht vor allem, das Gesicht ist vor allem sehr weihnachtlich. Mit der Weihnachtsmütze, wenn er bei mir durch den Kamin rutscht, Alter. Sorry, Yusatu, aber da hätte ich Angst. So. 150 Kekse. Ach, da wird man Weihnachtsquichtel mit 150 Keksen. Krass. Na gut. Huch. Ich bin mal wieder raus und muss fix rendern für nachher. Danke euch allen. Und fröhliche Weihnachten. Und das gilt natürlich auch für euch Leute daheim, die ihr am 23. vielleicht diese Folge guckt. Vielleicht auch später, aber natürlich die Leute, die heute gucken, während die Folge rauskommt. Fröhliche Weihnachten und, naja, einen guten Rutsch, sage ich noch nicht, denn wir sehen uns vorher noch. Aber heute ist der 23. und in wenigen Stunden schon ist Heiliger Abend. Und ich hoffe, dass ihr mit eurer Familie ein bisschen beisammen seid, ein bisschen feiert, ein bisschen zusammenrückt und auch wenn die Geschenke vielleicht merkwürdig sind, wie zum Beispiel ein Krawattenbuch oder Socken oder vielleicht irgendwas, was ihr überhaupt gar nicht wollt. Eigentlich ist es fast schon egal. Denn das ist so die Zeit im Jahr, hui, wo man einfach mal, naja, aus anderen Gründen zusammenrücken kann. Jetzt bin ich ein bisschen raus aus dem Monolog, weil ich hier gerade wieder auf die Hüpfburg springe. Es tut mir leid, aber das macht einfach zu viel Spaß. Ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war okay, dass es mal eine andere Art von Folge war. Aber das war mir auch mal ein wenig wichtig. Ach, der Yusatu ist ein Lebkuchenmann, kann das sein? Ich sehe das gar nicht genau. Da ist noch die Kelpi, der Davix, der Nano. Und da der Wimmy, der Xantari, Pistrei, Pasi. Und ich danke auch allen, die hier quasi mitgemacht haben. Signierst du mir ein Buch? Wie soll ich das denn machen? Tourist Histories. Ich habe keine Ahnung. Ein Buch? Ich weiß gar nicht, wo der ist. Außerdem, ich bin ehrlich gesagt mega ungeübt auf Servern. So. Da wird noch geschluckt und gesoffen. So, Aufnahme läuft noch. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank an euch daheime fürs dabei sein. Und ich wünsche euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest. Und ich hoffe, wir sehen uns dann, naja, am Heiligen Abend. Vielleicht sehen wir uns da wieder, aber ich hoffe ganz ehrlich, wir sehen uns da nicht wieder, sondern ihr habt tatsächlich am Heiligabend Besseres zu tun, als dieses Let's Play zu gucken. Ne? Denkt mal drüber nach. Macht da mal lieber was anderes. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss und fröhliche Weihnachten nochmal. Und überhaupt danke fürs Zuschauen und fröhliche Weihnachten und fröhliche Weihnachten und danke fürs Zuschauen und danke fürs Zuschauen und fröhliche Weihnachten und überhaupt. Ho, ho, ho. Ich bin raus. Ciao. Mit